Hallo liebe Space Raider, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Daten sicher in der Cloud speichern könnt. Dabei spielt es erstmal gar keine Rolle, ob ihr eure Daten bei euch in der eigenen Cloud, auf einer Nextcloud, im C-File oder einer anderen Lösung, die ich bereits hier vorgestellt habe, speichert oder in der Public Cloud. In der Public Cloud ist es natürlich umso wichtiger, weil ihr da die Server gar nicht unter Kontrolle habt. Ihr speichert eure Daten also irgendwo bei irgendeinem Anbieter auf dem Server unverschlüsselt ab und der kann natürlich jederzeit die Daten abgrasen und für allen möglichen Unfug missbrauchen. Sei es nur zum Trainieren einer KI oder für Spionageaktionen. Und das möchten wir natürlich ganz gerne verhindern. Und dazu gibt es eine tolle App, die ich euch heute vorstellen möchte. Die App heißt Cryptomator, der Name ist etwas schwierig zu merken, ihr findet die auf cryptomator.org. Und wenn ihr diese Seite öffnet, dann kommt ihr direkt hier auf diesen Bereich und könnt hier auf Herunterladen klicken. Ich habe im Vorfeld jetzt hier allerdings schon mal eine Dropbox eingerichtet, ich nutze die Dropbox eigentlich so sonst nie, habe die jetzt aber hier für diese Zwecke mal hier eingerichtet und da sind schon ein paar unverschlüsselte Dateien mit drin. Jetzt gehe ich hier auf cryptomator.org auf den Punkt Jetzt herunterladen und wähle dann das entsprechende App-Image für mein Linux-System aus. Das gibt es einmal für 64-Bit-Intel-PCs und aber auch für die ARM-Architektur in der 64-Bit-Variante. Ich habe jetzt hier einen ganz normalen x86-64-PC, also wähle ich hier dieses App-Image aus. Jetzt lädt er im Hintergrund schon dieses App-Image herunter und das platzieren wir bei uns auf unserem System natürlich an einer gescheiten Stelle. Ich wähle in der Regel dazu in meinem Home-Verzeichnis hier einen Ordner Bin. Dazu gehe ich hier auf Neu erstellen, Ordner und sage hier Bin. Und jetzt habe ich dieses App-Image hier im Download-Bereich. Das wähle ich jetzt hier aus, schneide das aus mit Ctrl-X, gehe hier auf Bin und mache hier Ctrl-V. Jetzt schaue ich hier noch mit der rechten Maustaste und Eigenschaften drauf und gucke dann in den Bereich Berechtigung, ob die denn auch als ausführbar markiert wurde. Das ist jetzt hier noch nicht der Fall, also mache ich das doch gerade. Ich sage Datei aus ausführbar machen und hier ist die Datei jetzt dann auch startbar. Ich öffne die jetzt mal, sage hier jetzt nochmal ausführen. LXQT, was bei SpaceFun meiner Linux-Distribution zum Einsatz kommt, frag dich beim allerersten Mal noch, ob du die wirklich ausführen möchtest. Nachher macht er das nicht mehr. Ich sage jetzt hier ausführen und damit bin ich dann auch schon auf der sicheren Seite. Und im Hintergrund wird jetzt schon diese App geladen und Cryptomator fragt dich jetzt, wie er eingerichtet werden will. Er fragt im ersten Schritt, ob er automatisch nach Update suchen sollte. Ich sage hier ja automatisch, denn ich möchte ja, dass meine App sicher ist. Ihr müsst wissen, wenn ihr diese App als App-Image installiert, dann geht das vorbei an dem normalen Paketmanager. Also der normale Paketmanager unter Debian, das wäre deb und apt, also der apt-Paketmanager, damit kann man das verwalten. Und ein App-Image ist einfach eine Datei, die sich selbst aktualisieren muss. Ich sage jetzt hier also ja, automatisch. Und hier ist jetzt auch schon der Cryptomator gestartet. Und ich kann jetzt hier erstmal in die Einstellung gucken, was man da überhaupt so alles machen kann. Hier kann man zum Beispiel als allererstes mal sagen, dass man den Cryptomator automatisch im Hintergrund starten soll und das möchte ich auch gerne. Und hier sage ich geöffnete Tresore beim Schließen automatisch sperren. Also Cryptomator arbeitet mit sogenannten Tresoren, in die ich dann Dateien reinlegen kann. Und wenn ich Cryptomator beende, möchte ich auch, dass diese Tresore dann geschlossen sind, dann kann man da auch nicht mehr drauf zugreifen. Hier kann ich noch sagen, wo die Passwörter gespeichert werden. Ich sage jetzt hier bei mir GNOME Keyring. Das kann aber auch zum Beispiel K-Wallet sein, wenn ihr zum Beispiel KDE Plasma verwendet. Da sage ich aus, Diagnoseprotokoll brauchen wir jetzt hier nicht. Jetzt sage ich, Sprache ist richtig, das ist eigentlich auch richtig. Schaltfläche zum Minimieren anzeigen, das könnte man noch anhaken. Und hier könnte man noch Symbol im Infobereich anzeigen, das ist standardmäßig aktiv. Das wird jetzt hier leider einfach nur schwarz angezeigt. Das weiß ich nicht ganz genau, das ist wahrscheinlich ein Fehler in dem Programm. Jetzt ist hier der wichtige Punkt, virtuelles Laufwerk. Denn eigentlich, was ihr da macht, ist ein sogenanntes virtuelles Laufwerk einbinden, über das ihr dann auf diese Dateien zugreifen könnt. Und wenn ihr hier sagt automatisch, dann wird unter Linux immer Fuse gewählt. Und Fuse ist ein Dateisystem, also mit Fuse kann man Dateisysteme im User Space, Use heißt für User Space, File System im User Space, kann man Dateisysteme im User Space
direkt noch zusätzlich integrieren. Und das wurde hier gemacht und das wird, wenn man automatisch wählt, auch gewählt. Fuse ist im Gegensatz zu einem Dateisystem im Kernel etwas langsamer, es ist aber immer noch schneller als zum Beispiel hier dieses WebDAV-Dateisystem, was dann über ein Webprotokoll geht. Und da würde er dann einen lokalen Server aufbauen, der dann aber auch nur auf Localhost lauscht. Ich sage jetzt hier also automatisch oder Fuse. Automatische Auswahl des Einhängepunkts, das kannst du lassen, benutzerdefiniertes Verzeichnis auch und das auch. Updates hat er mich ja vorhin schon gefragt, das ist jetzt also in Ordnung. Hier hast du noch die Möglichkeit, das Projekt zu unterstützen. Ich schließe das jetzt hier und kann jetzt hier auch schon meinen ersten Tresor hinzufügen. Ich sage jetzt hier also neuer Tresor und sage jetzt zum Beispiel privat. Hier sage ich weiter. Und jetzt sage ich hier, wo möchte ich das speichern? Und da muss ich jetzt natürlich meine Cloud auswählen, also der Ort, an dem meine Cloud eingebunden ist. Bei mir ist das jetzt hier natürlich unter Dropbox, weil ich ja, wie gesagt, eingangs die Dropbox aktiviert habe. Ich sage jetzt hier also öffnen, Dropbox, und da möchte ich dann, dass dann Unterordner, also ein Tresor, privat erstellt wird. Ich sage jetzt hier also auf Weiter. Hier könnte ich noch Experteneinstellungen aktivieren, das ist in dem Fall jetzt aktuell nicht notwendig, sage ich weiter. Jetzt muss ich natürlich das Passwort für diesen Tresor eingeben, denn der Tresor soll ja verschlüsselt sein. Da müsst ihr euch ein gutes Passwort ausdenken und das solltet ihr nicht vergessen, weil sonst kommt ihr nur schwierig nachher an eure Daten dran. Und hier sagt er euch das auch nochmal. Ohne dieses Passwort kannst du nicht mehr an deine Daten drankommen. Also er bietet dir jetzt noch an, einen Wiederherstellungsschlüssel zu erstellen und ich empfehle euch das auch unbedingt zu machen. Also ich sage jetzt hier, ja, ich bin sicher, ich möchte, dass ein Wiederherstellungsschlüssel erstellt wird. Sage ich hier Tresor erstellen. Im Hintergrund wird jetzt dieser verschlüsselte Tresor erstellt und er hat mir hier auch schon meinen Wiederherstellungsschlüssel, der aus verschiedenen Wörtern besteht, generiert. Die kann ich jetzt hier kopieren, er sagt jetzt hier kopiert, und ich speichere mir die irgendwo ab, in Featherpad zum Beispiel, eine Textverarbeitung unter LXQT und kann das dann hier einfügen. Und das muss ich natürlich dann drucken am besten, also ihr solltet es natürlich an einem sicheren Ort speichern, das ist wichtig, das bringt nichts, wenn jemand an eure Verschlüsselungspassphrase rankommt, oder am besten drucken und irgendwo sicher ablegen. Ich speichere es jetzt hier irgendwann mal ab und drucke es mir nachher aus und dann würde ich es dann tatsächlich auf dem Dateisystem auch löschen. Recovery Key.txt. Das hat er jetzt hier gemacht. Ich sage jetzt weiter und er fragt mich jetzt, ob er diesen Tresor auch automatisch entsperren soll. Ich sage jetzt hier jetzt entsperren. Und da muss ich jetzt das Passwort einmal eingeben und sage hier Passwort merken, damit ich das nicht jedes Mal immer wieder eingeben muss. Jetzt hat er hier dieses Passwort auch schon gemountet, also dieses Verzeichnis auch schon gemountet, also mein Tresor. Und ihr seht, der mountet den unter Punkt Local Share Cryptomator Mount und dann den Namen des Tresors. Ich gehe jetzt hier mal in den Ordner MNT und ich empfehle euch hier wirklich ein Lesezeichen abzulegen. Also da könnt ihr einfach Drag and Drop hier auf dem Bereich Lesezeichen machen, dann kommt er da immer wieder schnell ran. Und hier kann ich jetzt dann tatsächlich auch Dateien drin ablegen. Also ich müsste jetzt mal schauen, ich könnte jetzt zum Beispiel meine Datei herunterladen. Dazu gehe ich jetzt mal auf Spacefun, ch, eine Linux-Distribution und speichere zum Beispiel hier diese Grafik mal einfach ab und dann hier in diesem Ordner privat. Und dann ist dieser Screenshot hier auch schon in diesem Ordner privat drin. Der ist jetzt verschlüsselt. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meine Dropbox gehe, ich gehe jetzt hier wieder auf Astronaut, Dropbox, sehe ich hier den Ordner privat auch. Und da sehe ich dann aber auch nur diese verschlüsselten Informationen. Also da kann ich jetzt gar nicht an diese Dateien dran. Da steht irgendein Datenmüll drin, das sehe ich jetzt standardmäßig nicht. Also es kann keiner mehr an diese Daten drankommen. So, und ich könnte jetzt auch hier wieder sagen, ich könnte diesen Tresor sperren. Und dann ist der Tresor auch tatsächlich nicht mehr verfügbar. Wenn ihr dann darauf zugreifen wollen würdet, der ist leer. Und hier in der Dropbox seht ihr dann weiterhin nur noch diesen Datenmüll, den ihr halt vorher auch schon gesehen habt. Also das ist wirklich eine ganz tolle Lösung und ihr könnt es dann auch automatisch, wir hatten ja vorhin gesagt, dass das automatisch entsperren soll, wenn ich das jetzt halt hier mich anmelde. Also ihr merkt da im Hintergrund überhaupt nichts. Ich könnte jetzt hier auch noch sagen, merken
und sage hier fertig. Und dann seht ihr hier, das wird hier jetzt grün und dann seht dann, das ist im Hintergrund jetzt schon entsperrt worden. Und wenn ihr euch jetzt ab und wieder anmeldet, dann sollte dieser Tresor, weil wir das halt gesagt haben in den Einstellungen, automatisch auch immer entsperrt werden, ohne dass ihr da noch irgendwas machen müsst, weil das Passwort ist ja im Keyring gespeichert und ihr habt gesagt, ihr möchtet das automatisch entsperren. Also probiert das wirklich mal aus. Das ist eine super Lösung, um eure Daten sicher in einer Cloud zu speichern, egal ob es deine eigene Cloud ist oder umso wichtiger in einer Public Cloud. Nutzt das unbedingt, verliert euren Recovery Key nicht, merkt euch das Passwort natürlich, das ist ganz wichtig, druckt euch den Recovery Key aus und dann habt ihr da auf jeden Fall eine sehr gute und sichere Lösung, um eure Daten auch wirklich in einer Cloud abspeichern zu können. Falls ihr bei der Einrichtung Schwierigkeiten habt, dann meldet euch ganz gerne bei uns in der Telegram-Community. Dort helfen wir euch gerne weiter. Ihr findet das auch hier unter spacefund.ch und dann einfach einen Klick auf Telegram und dann öffnet sich schon der entsprechende Telegram-Link und ihr könnt dann das in Telegram öffnen. Dort wird euch sicher geholfen. Wir haben viele Mitglieder dort, die sich sehr gut auskennen in dem Bereich. Und falls du da Fragen hast, dann hilft dir sicher jemand weiter. Und auch wenn du dich einfach mal zum Thema Linux und freie Software austauschen möchtest, dann bist du bei uns auf jeden Fall richtig. Ich freue mich auf deinen Besuch und bis bald. Tschüss!